Herzlich willkommen zum GIMP-Tutorial. In diesem Video zeige ich dir, wie du Teile eines Bildes skalieren, also das heißt in der Größe ändern kannst. In einem vorherigen Video haben wir bereits kennengelernt, wie wir Teile aus einem Bild ausschneiden können und in einem anderen Bild einfügen können. Das Ganze will ich hier nochmals tun. Ihr erinnert euch an dieses Foto, wo ich den Herrn ausgeschnitten habe. Dieses Mal füge ich ihn in diesem Bild ein und mein Ziel ist es, dass der Herr genau auf diesem Zebrastreifen stehen soll. Nun, ich habe ihn hier bereits ausgeschnitten und füge ihn jetzt mit Bearbeiten einfügen ein. Und da erscheint er auch schon. Jetzt platziere ich ihn mit dem Verschieben-Werkzeug in meinem Werkzeugkasten an die richtige Stelle. Nämlich hier auf den Zebrastreifen, wo ich ihn haben will. Und dann sehe ich auch schon, was eigentlich jetzt mein Problem ist, nämlich dass dieser Herr viel zu groß ist. Der müsste hier schon ein richtiger Riese sein. Hier sehen wir zum Vergleich diese Frau hier, die auf etwa der gleichen Höhe ist. Und die ist ungefähr halb so groß wie dieser Herr. Wir müssen also nun es schaffen, dass dieser Herr kleiner wird. Und das geht in GIMP Gott sei Dank ganz einfach. Dazu gibt es auch ein eigenes Werkzeug, nämlich dieses hier, das sogenannte Skalieren-Werkzeug. Ich wähle es also aus und nun kann ich, indem ich in das Bild klicke, diesen Herr beliebig vergrößern, verkleinern, wie ich will. Ihr seht, hier erscheint ein Gitter und es wird bereits eine Vorschau erstellt, wie dieser Herr dann aussehen wird, nachdem er skaliert wird. Jetzt schiebe ich das ein bisschen auf die Seite, dann sieht man es besser. So groß will ich ihn natürlich nicht haben, er soll schon eine normale Größe haben, also in etwa die Größe dieses Herrn oder dieser Frau hier auf der gleichen Höhe. Ich probiere es mal so und ihr solltet hier genau aufpassen, dass ihr das Bild nicht verzerrt, das heißt nicht unnötig in die Breite oder nicht unnötig in die Höhe zieht, weil ansonsten sieht diese Figur ziemlich komisch aus. Ihr könnt auf der Tastatur die Steuerungstaste drücken und jetzt seht ihr schon, was passiert. Das Ganze wird proportional verkleinert oder vergrößert. Das heißt, hier wird nichts verzerrt und die Qualität wird dadurch besser. Also bitte immer beim Skalieren zugleich die Steuerungstaste auf der Tastatur drücken. So, jetzt probiere ich mal in etwa diese Größe. Hier sieht man schlecht, ich muss mit der Plus-Taste ein wenig einzoomen. Dann tue ich mich leichter. So, jetzt nochmal vergleichen. Der Herr ist so groß. Dieser Herr ist so groß. Ja, ich glaube, ich könnte noch ein bisschen größer sein. Probieren wir es mal so. Wenn ich dann glaube, dass ich fertig bin, drücke ich hier im Skalierenfenster auf Skalieren. Und dann sieht man schon gut, der Herr wurde tatsächlich verkleinert. Und wenn ich wieder auszoome mit der Minustaste, dann kann ich nochmal kontrollieren, ob die Größe in etwa passt. Ja, das sieht gar nicht mal schlecht aus. Sollte sie noch nicht ganz passen, kann ich mit dem Verschieben-Tool hier links den Herrn noch an die richtige Position schieben. Jetzt vergleiche ich mal mit dem Herrn hier. Ja, er muss also, weil er größer ist, noch ein bisschen weiter vorn stehen. Also da in etwa. Dann sollte das gut aussehen. Wie bereits im vorherigen Video gezeigt, kann ich hier jetzt noch die Helligkeit mit Farben, Helligkeit, Kontrast ein wenig anpassen. Kann sie noch ein bisschen heller machen, dann sieht es vielleicht noch etwas realistisch aus, weil die Umgebung hier auch relativ hell ist. So, ich spiele auch noch mit dem Kontrast ein wenig. Ja, hier bin ich vorsichtig. Ja, ein wenig nach dem Weg von der Helligkeit. Probiere es mal so. Und wenn ich hier jetzt diese Linien noch wegbekomme, diese sich bewegen, dann sehe ich es auch noch besser. Ich gehe auf ein Auswahlwerkzeug, zum Beispiel auf die rechteckige Auswahl, klicke irgendwo ins Bild und dann ist diese alte Auswahl entfernt. Und jetzt finde ich, sieht das Ganze schon recht gut aus. Er ist vielleicht noch eine Spur zu hell. Ups, das wollte ich nicht, rückgängig mit dem Journal. Er ist vielleicht noch eine Spur zu hell.
Aber wenn man sich hier Zeit nimmt und das Ganze fein abstimmt, dann wird das gar nicht mehr auffallen, dass dieser Herr eigentlich hier in diesem Bild gar nichts verloren hat. Man könnte hier noch ein paar Spielchen spielen und den Herrn nochmals einfügen, Bearbeiten einfügen und zum Beispiel weiter hinten noch ins Bild setzen. Ich mache ihn skalieren wieder kleiner. Weiter hinten er steht, umso kleiner muss er natürlich werden. Wieder skalieren und hier wäre jetzt ein zweites Mal im Bild. Dann noch hier. Ja. Wenn man schnell hinschaut, dann merkt man hier gar nicht, dass zweimal die gleiche Person auf dem Bild ist. In diesem Video hast du gelernt, wie du Bildteile mit dem Skalieren-Werkzeug vergrößern bzw. verkleinern kannst. Du hast auch gelernt, dass du, wenn du die Steuerung-Taste drückst, proportional vergrößern und verkleinern kannst. Das verhindert, dass Bildteile verzerrt werden.